Samson! Ja, hallo Samson! Long time no see, dude! So, was haben wir hier? Wahrscheinlich nur Schmutz. Was ist das? Bootlicker! Empty Heart Container. Damage up permanently. For every time you take damage between picking up this item and killing a floor boss. You will also be unable to pick up hearts until you beat the next boss. Dafür muss ich mir freiwillig Damage geben, wa? Aber will ich das? Ich meine, grundsätzlich ist 5,85 ein guter Start. Und Tears Up hier oder so? Silver Lacquered Chisel turns collectibles into random pickups. Okay. Es uns bessert. Ich meine, das klingt unter Umständen nach etwas, mit dem man viel Spaß haben kann. Nicht casual, sage ich jetzt, aber unter Umständen. So, wie war das? Ich kann auch keine Herzen aufnehmen, ne? Und eigentlich wäre der Deal, dass ich mir Damage gebe. Aber das Dumme ist, dass ich halt Soul Hearts habe. Die will ich eigentlich nicht opfern. Ich kann mir die ganzen Herzen halt nach dem Bosskill holen hier. Das ist ganz cool. Erstmal die fliegen weg, weil da baue ich dann eh wieder Scheiße. Wenn es nach mir geht, kriege ich jetzt nämlich gar keinen Damage. Aber naja, mal sehen. Extreme, Dankeschön für den 42. Da hat fast Damage gekriegt. Geil ist ja, dass das durch den Cursed Room so geworden ist, dass ich mir theoretisch immer eine Quelle hätte, mir Schaden zu nehmen. Ja, ich müsste halt jetzt abwägen, ob ich mir noch Damage geben will, aber ehrlich gesagt komme ich mit 585 ganz gut aus. Oh, guck mal, nochmal. Damage up. Achso, das ist aber Samsons Effekt, ne? Nicht der von dem anderen Ding. Naja, aber trotzdem kleiner Damage Up. Naja, okay. Jetzt habe ich sowieso voll hart, dann brauche ich nicht mal mehr einen Schlüssel opfern. Und dafür habe ich keine Bombe für. Okay. Naja, wir machen den jetzt einfach mal und gucken, was passiert. Okay, 4er Base Damage.
Nun gut. Ja, Samson war ja schon immer so. Deswegen ist es auch im Übrigen nicht schlimm, mit Samson nur rote Herzen zu haben statt Saul Hearts. Weil der Charakter baut ja auch darauf auf, eigentlich sich Damage zu nehmen. Und da ich natürlich rote Herzen einfacher wieder aufbauen kann, wäre das an sich ja sogar ziemlich sinnvoll. Fortune Worm. Okay. Bist du, Coil, Obert der Familie, that Murphs Father, why when blocking a project? Ja, okay, dann hatten wir schon mal. Ich werde mir niemals wieder alle Items merken können. Das sind jetzt 1377, da bin ich echt raus. Ei. Was sind das denn für Gegner? Die kenne ich noch gar nicht. Burning Basement, Alter. What? Okay. Ich weiß nicht, warum die mir immer irgendwas sagen wollen, aber aua. Unter Umständen. Aha, das war so ein Fortune-Cookie-Shot. Sehr cool. Ach, ja, Fortune-Cookie, deswegen da... Ja, kriegen ja auch dauernd diese scheiß Nachrichten. Ergibt Sinn, ne? Ja, eigentlich stressig. Aber die zwei Lachs sind halt schon nicht bad. Auf der anderen Seite, jedes Mal, wenn ich so einen Cookie-Shot mache, kriegen wir so eine scheiß Nachricht. Irgendwie nicht so geil. Wie viel fällt da aus? Das überwiegt leider, dass es nervt. Range. Ich brauche Range. Versuch's trotzdem sauber zu spielen für den Devil Deal. Jetzt hatten wir zweimal Angel Deals. Ich würde sagen, bin bereit, wieder mit dem Teufel zu verhandeln. Entschischen. Burning Basement ist schwer geworden. Die Feuerfallen sind auch echt hart. Ach ja, früher hätte ich die 1300 mir auch noch merken können. Da werde ich wohl nicht mehr hinkommen. Ich plane es nicht. Ja, sehr entspannter Monstro, gefällt mir. Ein kleiner Hüpfer hier. Man merkt, dass ich im Übrigen wieder deutlich aggressiver spiele, immer wieder nah dran stehe und so wie früher. Nein, Filmgro, das Ziel ist einfach so lange Spaß zu haben, bis ich keinen mehr habe. The Pact! Ja, immer gerne. Ich sag ja, ich bin wieder bereit, einen Deal mit dem Teufel einzugehen und The Pact wird es ganz sicher sein. Kapala war auch okay, aber ich will ja nicht alle Herzen verlieren. Ja. Scheiß drauf. Whatever. Ja, das war schon mal nicht so gut.
Das war jetzt schon mal nicht so gut. Ich dachte, da habe ich tatsächlich etwas mehr Damage und die Made wäre down, bis sie bei mir ist. Oh mein Gott, ich liebe Traktorbeam. Oh mein Gott, mit Traktorbeam hatte ich mit die besten Runs. Oh, das kann mir niemand nehmen. Ich liebe dieses Item. Okay, Soulheart. Thank you very much. Keine Sorge, Colin, ich habe noch so viel zu entdecken. Die Chancen stehen recht hoch, dass wir es noch mindestens die nächsten 2 Wochen spielen. Solange ich es nicht mehr wie früher jeden Tag mache. Das war auch ein großes Problem. Oh, Magician ist jetzt irgendwie tote Karte geworden. Ist das eigentlich relativ entspannt. Ich plane aktuell so 3 Mal die Woche Festes zu machen. Und dann habe ich auch keinen Overkill. Dann freue ich mich auf die Abende. Früher habe ich das teilweise 7 Tage die Woche gemacht. Ja. Was soll ich dir sagen? Das war viel. So, weil die sich nämlich jetzt einen Herzpool teilen, ist der linke gestorben, wo ich den rechten gekillt habe, by the way. Hallo Willi, grüß dich. Steuerbare Tränen, einfach das Beste. Ja, ich direkt zum Boss gehen. Ich finde nämlich Traktorbeam nach wie vor total broken, weil du halt einfach jede Träne perfekt ans Ziel bringen kannst. Wieder Mama. Oh, Gloriosa. Oh mein Gott, das war auch so geil, aber das hat mich beim letzten Mal fast gekillt, ne? Enemies may spawn was ist das? Fettered Heart. Enemies may spawn fettered. Fettered enemies share damage taken with other enemies. Das klingt voll nice. Ja, Gloriosa werde ich jetzt, glaube ich, nicht nehmen. Sehr gerne, Willi. Bin fast schon neidisch. Ja, ich mach's mal nicht. Das war ja zumindest ein bisschen zu wenig Leben jetzt. Oh nein, Film Groh, ich habe das Spiel schon seit einem Jahr nicht mehr geöffnet oder so. Freue mich heute weiter. Sehr schön. Wir werden auch heute noch eine ganze Weile hier sein. Das wird fein. Shared Health Pool ist übelst nice, muss ich sagen. Sogar fast ein bisschen unterschätzt. Die sind zwar alle länger am Leben, klar, aber dafür sterben sie dann auch alle. Über den Raum verteilt. Schon sehr geil. Würfelraum, ha? Huh? Rerolls all pedestal items on the floor. Maybe. Maybe. Das kann ich dir sogar versichern, Colin, dass das nicht passieren wird. Keine Pillen. Nicht, wenn es gerade eigentlich ganz fein läuft. So, mal gucken, ob wir das vielleicht sogar direkt rerollen. Isaac Spinal. Shots and baggers animate faster. Spawns 3 pickups around Isaac when first picking up. Und Chaos Discs. Random Items. Okay. Das ist das Cookbook. Das Cookbook. Das Anarchist Cookbook ist Müll. Das können wir rerollen. So. Wobei, wir warten aber damit, bis der Boss dead ist, weil vielleicht ist das Boss-Item ja auch crap. Dann können wir das auch rerollen.
Gib mir ein paar Herzen und es wird ein guter Run. Natürlich muss er explodieren. Ugh. Danke. At least this. Oh, das ist der Boss. Perfekt. Fallen. Okay, garantiertes Devil-Item. Das war dumm. Ich dachte aus irgendeinem Grund, er splittet sich schon. Brimstone for one room. Perfekt. Dann kann ich nämlich... Also, erstens mal bin ich jetzt Leviathan, was auch schon wieder komplett sick ist. Dann kann ich das da oben rerollen. Rerolle zwei schlechte Sachen auf der Ebene. Und dann schauen wir mal. Guck mal, was hier liegt doch. Ying Yang Orb. Wir rerollen das. Ich spiele mit Controller. Luck affect the chance to fire at here with damage and aggressively homing. Okay. Okay. So, was haben wir hier? AVGM pays out with coins after using an increasing amount of time. Wait, war das nicht das Item, das man einfach drücken konnte und man hat Coins bekommen? Einfach so, for free? I mean... Wer jetzt kein Problem damit hat, dass das Licht dauernd an und ausgeht, der wird hier auf jeden Fall belohnt. Ich habe den Sinn des Items noch nicht ganz verstanden. Weil offensichtlich geht das wirklich unendlich. Man braucht nur Geduld. Sehr viel Geduld. Das Item muss im Greed Mob banned sein, oder? Ich glaube, das Item hat keinen... Es spawnt sogar Bomben. Ich glaube nicht, dass das Item Nachteil hat. Ich glaube, das ist einfach so eine Geduldsscheiße. Ich habe jetzt schon keinen Bock mehr. Also so toll ist das Item jetzt auch nicht. Ja, also... Oh, wait. Ist das Licht jetzt aber aus? Moment. 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 Hat das wirklich einen... Hat das wirklich einen... Okay. Wieder angemacht. Ist das komisch. Naja, gut. Soll ich euch zu dem Item jetzt sagen? Nicht viel. Lass uns gucken, was beim Boss rausgekommen ist. Vielleicht ja was Besseres. Gimpy! Nice! Yeah, sure. Ja, eigentlich... Also... Yo, Restock im Shop wäre schon verrückt jetzt mit der Kombo, ne? Müsste man eigentlich schon haben. Was werfe ich da? Ach, das sind diese Yin-Yang-Dinger, okay. A lighter entering a room has a 20% chance to burn random enemies. Eigentlich ziemlich cool, aber ich will dieses Yin-Yang-Ding behalten. Ja, ja, gönn die du immer, Polyphemus, komm. I'm not afraid. Ein Kompa... Oh, das ist ja fantastisch. Da sage ich nicht nein. Da sagen wir nicht nein. Nee, ich nehme das nicht mit. Das nervt mich, das Atem. Behalte ich lieber meinen einmaligen Brimstone. Ooh, yes, I like that. Ah, das war schon wieder Schrott. Dieser Gegner geht mir auf den Sack, ey. Direkt weggesprengt, I like that. So, Schluss. Und wir kriegen Bobby Bombs. Ja, komm. Was soll es?
Piercing-Shots wären geil. Nee, spektrale Tränen wären geil. Ja, da lasse ich, da diskutiere ich gar nicht. In dem Raum gönne ich mir schnell meinen einmaligen Brimstone. Oh, Shared Health Pool ist hier hart, weil die Gegner halt so lange da sind, aber ist schon okay. Es hat schon auch seinen Nachteil. Meine Gegner sind schon verflucht lang dann am Leben. Ah, shit. Also ein Kopf ausgestreckt, habe ich nicht gesehen. Ja, ich will das eigentlich nicht machen. Ah, ist mir egal. Oh, das ist doch fantastisch mit Brimstone. Weil da meine Tränen würden jetzt nämlich an diesen weißen Dingern dagegen knallen und wäre alles scheiße. Aber unter diesen Umständen. Boah, spiel ich scheiße gerade. Das ist crazy, ne? Wir hatten keinen einzigen Brimstone Run und jetzt haben wir es dreimal hintereinander auf irgendeine Art. Oh, Jesus Christ. Bag of Bobbies has a chance to spawn a fragile Bobby on room clear. Fragile Bobbies are similar to brother Bobbies but can die. Ich überlege, Dead Cat zu nehmen in Kombo mit Hoth Babylon. Alles nehmen wir natürlich nicht. Aber das gefällt mir eigentlich schon ganz gut. Es ist frech, was ich mache, gebe ich zu. Aber 10er Base Damage ohne den Samson Bonus. That's pretty good. Doch, die Order war korrekt, weil ansonsten hätte mich das Soul Hearts gekostet, was ich ja nicht will. War nicht? Also. Boah, hier ist auch wieder dieser Shared Health Pool anstrengend. Aber wenn ich... Das spielt auch keine Rolle. Sind wir mal ehrlich? Das spielt auch keine Rolle. Bist du? Grabber. Familiar based on Grabber from a hit video game Grabber. Mirrors your movements and grabs things in front of him. BFF increases the hitbox and the... Yeah, whatever. Never. Keine Ahnung. Das ist irgendwie weird. Okay. Musst du was aufschießen? Wahrscheinlich. Gucken wir mal, der Grabber was kaputt macht. Gukaso, da ist er! Dankeschön für den 68. Grüße dich.
Ja, ich kann mal noch einen Shop gucken. Wait. Na gut. Oh, scheiße, diese Gegner, die ich nie sehe. Oh. Ja, okay, das war jetzt nicht so geil. Gut. Da hinten ist ein Runenraum, ne? Den sollte ich nicht ignorieren. Oh, hier ist eine Speedkapsel, gar nicht gesehen. Hallo, Hope. Die Runenräume sind zu krass, die kann ich nicht ignorieren. Grubby Penny spawns a blue spider when picking up a coin. I mean, that's not bad, aber... Lass mir jetzt ab. Oh mein Gott. Das Item... Oh mein Gott, das wäre schon fast ein Break gewesen. Das Ding mit dem Lichtschalter... Ich hätte einfach unendlich Spinnen gehabt und jeder Boss wäre gefühlt One-Shot gewesen. Was ist das? Es gibt ein zweites Horror-Item? Neben Horror of Babylon gibt es jetzt auch noch die Horror of Galilee? Gain increased tiers, range and luck while all Red Hearts containers are filled. Does not work with no Red Heart container. Boo! Das ist im Übrigen auch kein Runenraum. Keine Ahnung, was das für ein Raum ist, aber... Okay. Oh, das ist actually ein Tears Down dann für mich. Oh. Oh. Okay. Dann brauchen wir jetzt ein Herz. Das hat tatsächlich die Horror of Babylon replaced. Deswegen war das Horror of Babylon Ding nämlich auch da zu sehen. Man kann nur ein Horror-Item haben. Das ist natürlich ärgerlich. Aber gut, für Science muss ich das anyway machen. Das heißt, wir brauchen halt jetzt irgendwie ein Health-Up. Gut, spätestens wenn ich sterben würde, hätte ich das. Wenn ich wiederbelebt werde, Gabi-mäßig. Aber dann wird's ziemlich wahrscheinlich eng. Kampf, den ich lange hatte. Trotz längsten Nahkampf seit langem einfach No-Hit gespielt. Nett. Ein Sigil, Amon. Okay, jetzt weiß ich natürlich nicht mehr, was das war. Erstmal Mama kurz gucken. So, Devil's Tooth. 8% Chance for Tears to transform some enemies into stronger versions of themselves. Half the enemy's current health if successful. Scales to 20% with 7 luck.
Once in a while, Isaac will vomit a massive burst of flames. Each flame deals damage. Das Ding hatten wir schon mal und das war das, was mir auch Schaden gemacht hat, richtig? Die Flammen hatten mir selber Schaden gemacht. Bin mir ziemlich sicher. Ja. Nee. Mach jetzt nicht. Klar, kostet es nur ein Herz, aber... Ich meine, das war der Selbstzerstörungsrun, wo ich mich selber kaputt gemacht habe. Wir brauchen jetzt auf jeden Fall irgendwie ein Health-Up. Eine Chance wäre direkt hier, wenn Glythoni kommt. Das ist Pride. Und dann schon mal nix. Fuck. Oh, das war gemein. Das war sehr gemein. Die Augen habe ich nicht gesehen. Krass, nur noch 8er Base Damage. Yikes. Ja gut, aber jetzt wissen wir es fürs nächste Mal, dass man nur eine Horde haben kann. Ich weiß auch nicht, warum ich gerade nicht das Brimstone-Item genutzt habe für Mom. Das hätte schon Sinn ergeben. Ui, hier geht's nicht lang. Ugh, okay. Das ist ja weniger geil. Hui, okay, dann wird's ein sehr langer Weg außenrum. Ich meine, oldschool-mäßig würde ich sogar fast behaupten, kann ich durch die Dead Cat den Run schaffen. Weil aus all den Versuchen ich immer irgendwas mal No-Hit schaffe. Aber das würde der alte Wolf sagen. Okay, ich weiß immerhin schon mal nicht, dass ich nicht durch das große Ding da... muss. Das ist in Ordnung. Nicht nur der alte Wolf, sondern halt vor allem einer, der auch weiß, was hier bei der... Oh nein, ich muss euch groß... Was ihn bei der Mod hier auch, also bei meinen Mods hier auch alles erwartet. Das ist halt eher so das Problem. Ja, da habe ich jetzt gar keinen Bock drauf. Ich weiß, dass ich den auf gar keinen... So dämlich. Alle Mittelhühner. Der Boss muss ein Health-Up droppen. Daddy Longlegs! Oh, den habe ich ja ewig nicht gesehen. Wow, mich gehittet. Daddy Longlegs hat mich getötet. Oh! Aber jetzt habe ich immer einen Effekt wieder. Okay. Das ist neu. Sag mal. Hä? Sag mal, den haben sie doch umgemacht. Den haben sie doch geändert. Experimental Pill. Der stompt ja immer genau dahin, wo ich stehe. Den haben sie definitiv geändert. Der steht ja immer genau da, wo ich. Okay, jetzt stompt er nicht. Dann ist er auch nicht so schwer. Moxie's Head. Damage mal 1,2. Okay, jetzt habe ich 19 Damage. Okay, wait a second. Ich habe 19 Damage? What? Okay, Moment, lass mal kurz die Base Stats gucken. Ist ja jetzt skaliert mit den Tonen.
Oh, 8. Okay. Natürlich weniger geil. Tja, es kann nur eine Hure geben. Jetzt habe ich es mir natürlich schon sehr schwer gemacht. Das Problem ist halt jetzt vor allem, dass mein... Mein Char selbst halt jetzt völlig useless ist. Weil ich keinen Multiplayer mehr krieg. Weil ich dann für jeden Multiplayer quasi sterben müsste. Falsch. Uff, die Mini-Skorlex, die machen mir auch echt immer Sorgen. Wissen, was da drin ist. Ah, okay. Was sind das hier unangenehme Gegner? Holy shit! Okay. Das war incredible movement. Jesus Christ. Diese Laseraugen, oh, der Health Pool, oh, das Shared, dieses Shared Health Pool ist echt nicht immer von Vorteil. Oh, shit, die hätte ich da oben fast auch übersehen. Uiuiuiui. Oh mein Gott, Eternal Heart. Okay. Ich gehe auf jeden Fall mit 2 Herzen in die nächste Ebene, es sei denn, ich würde diesen Boss jetzt nicht... Oh, es ist... scheiße. Es ist ja schon erlebt. Oh. Okay. Fortune. Lass mich mal jetzt Idlis machen. Und cool ist, dass Idlis auch nicht mehr hundertprozentig mit den Augen anfängt. Okay, das kannte ich jetzt noch nicht. Ich kannte noch nicht die Epic Feeders Attacke von Mom. Interesting. Das war mir jetzt neu. Das ist sogar sehr schlecht für mich. Uff. Oh, come on. Wirklich? Hat und nebenbei wird geschossen? Oh Gott. Uff, das völlig neue Adlibs erstmal No-Hit machen, das ist natürlich unangenehm als fuck. Fighting Baby, okay. But I did it. So, Eternal Heart. Und wir gehen jetzt zum ersten Mal in die Cathedral in diesem Projekt. Okay, optisch hat sich nicht viel getan. Musik hat erstmal chillige Vibes. Ich werde keinen der neuen Gegner kennen und werde sehr oft sterben. Das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Okay, so chillig sind die Vibes nicht. Na, also Lena, geht doch. Wunderbar. Okay, ich kann einen freischalten. Ich verliere Damage, wenn ich getroffen werde, aber ich will ja gar nicht getroffen werden. Ich mache einfach genauso weiter wie vorher, weißt du?
Ja, ich habe am meisten Bomben, also wäre der Bombenbettler wohl am schlauesten. Rocket in a Jar. Nee, für den nicht. Ja, völlig neue Gegner. Nee, ich krieg sogar Damage. Aber Tears down. Okay. Das hier? Das Klavier. Au, was war das? Ja, Diablos in Musiker war gut. Genau, es gleicht sich aus vom Damage. Zumindest wenn ich Samson spiele, ja. Uiu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 i. Ganz neue Gegner. Ach, du ahnst es nicht. Und Lasershots. Ja, moin. So, guck mal. Jetzt ist der Moon. Jetzt haben wir wieder 11 Damage. Jetzt passt's. Ja, das ist das Diablos im Musiker-Ding, das ist auch okay. Also wenn ich den Run packe, das wär ein starkes Stück. Sachen, ich bin überfordert as fuck! Rangedown, ja gut, das juckt mich nicht. Oh, ich muss wahrscheinlich einen neu gemachten Isaac gleich noch Hit schaffen. Und das ist absolut ungeil. Nee, No-Hit muss ich nicht machen. Also zumindest im ersten Versuch. Im ersten Versuch kann ich meinen Hit erlangen. Mein größtes Problem ist, Isaac konnte ich eigentlich schon immer ganz gut. Auch wenn er schwerer ist als Blue Baby. Aber... Oh mein Gott. Okay, dann muss es direkt der Try sein. Der Try muss es jetzt direkt sein. Das größte Problem ist, dass ich Angst habe, dass er verändert wurde und ich nicht weiß, was er tut. Und ich deswegen chancenlos bin. Aber ich habe jetzt ein 12er Damage, 6er Tierrate. That's pretty good! Ich darf mir 2 Hits erlauben. Puh, come on! Oh, ist der süß, der Kleine, der Neue. Neue Musik. Diablos in Musiker hat gehittet. Bisher macht er nichts Neues. Ich weiß nicht, was mich gehittet hat. Ich bin immer noch sehr froh, dass man da oben in der Ecke safe ist. Ach, und das war's. Pretty good. Hab keine große Veränderung gesehen. Das muss nichts heißen. Aber ja, pretty good. Und in dem Fall wäre auf gar keinen Fall Brimstone besser gewesen. Traktorbeam einfach OP. Das habe ich euch ja gesagt. Traktorbeam ist OP. We did it! Erstes Polaroid-Teil! Yes! Der arme Kleine, ey. Jedes Mal macht mich das traurig. Bloody Lust ist da.
Ja, jetzt überschreibt sich das natürlich mal Polaroid, ne, negativ, aber damn, schon wieder ein guter Run. Es läuft halt wie am Schnürchen. 6 Teile musste man sammeln, korrekt. Da haben wir noch einen langen Weg vor uns. Aber ich freue mich total drauf.